Good morning, my neighbors! They're off in Urlaub! Kennt ihr den? Ich bin bescheuert. Dann mache ich nur noch solche Reels. Ja, schönen guten Morgen, lieber Radfix. Wir haben heute Dienstag, den 9. August und kurz nach 9 Uhr, Viertel nach 9. Die Sonne kommt gerade wieder durch. Diese Woche soll noch mal richtig heiß werden mit über 30 Grad Temperaturen. Mein Rasen, ja, ja, mein Rasen werden wir uns heute mal genau angucken. Und zwar mit einem Kollegen, mit einem Greenkeeper-Kollegen, den ich an der Deuler kennengelernt habe. Der ist jetzt bei uns zu Besuch und wird mal so ein bisschen mit mir über den Rasen schlendern. Wir werden ein bisschen unsere Maschinen ausprobieren. Wir werden auch das Grün noch mal lochen mit den Kreuzspoons, eigentlich der Hauptaufgaben. Und wir quatschen so ein bisschen über Gräser. Und das werdet ihr heute sehen, also quasi ein Vlog vom Rasenfreak. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Intro oder auch so. Yeah! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Zabalatab, jetzt geht's ab. Ich hab sie immer noch. Auf die Tür! Was sehen wir? Nichts. Und es wurde Licht, doch der fand den Schalter nicht. Ja, lieber Rasenfreaks. Wollt ihr sie noch mal sehen? Wollt ihr noch mal meine ganzen Maschinen sehen? Soll ich noch mal angeben damit? Ja, man, es ist wirklich, also ich fühle mich immer so ein bisschen als Angeber. Das ist furchtbar. Aber das ist eben das, was auch, ich denke, mich und diesen Kanal auszeichnet. Habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Mein Tom Greens Master, wer hat schon so einen Profi Greensmäher in seiner Garage stehen, mit dem er eigentlich nichts anfangen kann. Also für meine läppischen 800 Quadratmeter braucht man nicht so ein Gerät. Aber ich finde das Ding halt so mega cool. Und deswegen habe ich mir sowas mal gekauft und zusammengebaut und gebastelt. Und Basteln macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Ich schraube wirklich gerne an den Maschinen herum. Und das ist toll, das ist wie so ein Oldtimer. Andere Leute kaufen sich alte Autos, restaurieren die, stehen die auch nur in der Garage rum, ist mal so ein bisschen rumgefahren. Und so fahre ich ab und zu mal mit meinem Greensmaster über meine Rasenfläche rüber. Das finde ich einfach cool. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Ja, so, dann haben wir noch ein paar andere schöne Maschinen da stehen. Ich werde sie vielleicht, ja, vielleicht mal hier rausstellen. Da ist er! Guten Morgen! So, aber Julian, stell dich mal auf die andere Seite, damit ich ein bisschen größer bin. Okay. Wie war's? Filmst du schon? Der ist ja noch größer. Ja, das ist, muss ich immer so, hallo. So. Ja, lieber Rasenfreak, ja, das ist Julian. Julian arbeitet bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma und ist dort für die Sportplatzpflege zuständig. Also locht ständig die ganzen Sportplätze und sandet sie und mäht sie auch wahrscheinlich. Ne? Mähen macht eine Kollegin. Ach so, also ja. Du bist immer nur am Lochen. Genau, ich mache die mechanische Pflege. Die mechanische Pflege, genau. Ja, und, wir haben uns kennengelernt im Greenkeeper-Lehrgang an der Deuler in Kempen und haben uns gut verstanden und haben gesagt, sind wir mal vorbeigekommen hier in seinem Urlaub, besuchst du also den Rasenfreak. Ja. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen hier natürlich im Urlaub auch arbeiten, selbstverständlich. Wir werden also tatsächlich jetzt mal hier das Grüne lochen mit hier dem Kubota, mit meinem Verti-Drain.
Da kennt er sich ja aus. Er hat mir schon sehr viele gute Tipps gegeben, wie ich meinen Spoonwinkel zu verstellen habe. Also ohne ihn wäre das, glaube ich, immer noch falsch eingestellt. Genau, ja, und dann mähen wir ein bisschen. Ja, und ja, schön, dass du da bist, Julian. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Cool. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, supi. So, Julian, ab geht's. Julian hat auch einen Sportman, aber den kleineren, den 45er. So 6 mm Freaks. Hast du auch so eine Lehre? Nee, ich hab die noch nicht. Die hast du noch nicht? Nee, ich hab die noch nicht. Hab ich selbst gebaut. So, 6 mm, perfekt. Und was sehen wir hier? Eine mächtige Poa-Blüte wieder, weil der Dünger schon wieder raus ist. Was sagst du zu der Größe? Der ist ganz schön, ja, man merkt, dass er größer ist, also vom Handling her. Bisschen unhandlich, bisschen, ja? Unhandlich, ja. Ah also ja. Ist ein bisschen, ist ein Unterschied zu meinem. Der ist auch nur 10 cm kleiner, aber. Ja. Schön leise. Mach dich mal ein bisschen leiser, Mann. Fährt ihr zu schnell? Ja, für die kurze Runde ist es zu schnell. Ja, das ist eine Übungssache. Aber Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es gibt keine leiseren Spindel mehr. Wenn der sauber geschliffen ist, wenn die Spindel gut eingestellt ist, sie berührt jetzt nicht, schneidet trotzdem das Gras, ist das einfach ein Genuss. Vielleicht der Handspindelmäher ist noch leiser. Super. Traumhaft. Kritisch beäugt der Rasenfreak, wie sein Grün gemäht wird. Schon fertig? Da geht echt schnell. Er ist ja auch eine ganz kleine Fläche. Ja, genau. Ja gut, super. Hier Freaks. Immerhin. Siehst du das? Also kleine Menge. Wieso raus? Also machst du das? Ich mach das auf dem Platz. Warum? Also warum nicht vorher? Also, oder? Ja, weil ich fahre ja, sag mal, wenn ich jetzt einfahre. Ich habe vorher Tiefen gelockert mit Vollspoons, ja, und fahre zum nächsten Platz 2 Tage später. Und da ist aber Aerifizieren mit Hohlspoons, dann baue ich die direkt auf dem Platz um. Ja, weil du hast die Maschine auf deinem Hänger. Ich habe die ja komplett auf meinem LKW. Alles. Ja, ja, und da steht. Okay. Ich habe eine große Kiste, da sind alle Spoons drin, die ich brauche. Und dann tausche ich die auf der Fläche oder an dem Sportplatz, wo ich gerade bin. Wo ich hinfahre als nächstes. Ja. Oder vorher, so wie Zeit ist, aber meistens dann auf dem Platz. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass er hier das Getriebe einrastet. Das ist hier das Getriebe. Ja. Und um jetzt das Aerifizierwerk jetzt rauszunehmen, das ist am einfachsten, immer den rein und rauszunehmen. So, und dann kannst du dich abwenden. Na? Ja, sieht gut aus. Und er zieht aber über diese Spoons immer ein bisschen Erde mit raus. Also warum er das macht? Ist das bei den Vollspoons auch? Nee. Das liegt halt eben an diesem Winkel. Ich wollte gerade sagen. Die Ecke gibt das drin. So, jetzt messen wir mal die Tiefe. Na, guck mal, so tief. Oh, das ist nicht schlecht.
Damit ist mit dem Fingernagel 10. 10 Zentimeter. Das ist doch super. Ja. Mal ganz ehrlich, das ist doch ein Traum. Genau. Ja, 10, genau 10 Zentimeter. 10 Zentimeter. Willst du auch mal? Jo. Gut. Yeah, los. Genau. Wenn du zu eng fährst, dann fräst du da den Rasen kaputt. Ja, das Rad läuft so, ja, genau, so neben der Spur. Und jetzt erstmal runterlassen, dann musst du da drauf treten. Genau. So, jetzt den reinschalten. Und jetzt Vollgas und dann einfach den runter. Attacke. Jetzt kannst du auch ein bisschen korrigieren noch mit dem. Genau, dann hebst du ihn aber an, genau. Was? Erzähl mal was. Top. Top. Ist nicht schlecht, ne? Also. Richtig toll. Und hat eben eine fantastische Arbeitstiefe. Ja. Das ist das Gute. Also, dass er eben wirklich eben nicht diese 7 oder 6 nur schafft, sondern dass er eben 10 oder auch, er würde ja noch ein bisschen tiefer gehen. Ja. Also bis 12 schafft er auf jeden Fall, wenn man nochmal einen runterstellt. Und das hat eben keine andere Maschine, die ich kenne, so als Handgerät. Nee. Ja. Ja, danke schön. Bitteschön. Finde ich gut. Sehr schön. Ja, das ist schon echt der Wahnsinn, wie oft man das machen muss, um eben diesen Filz zu bekämpfen, damit das hier gut wächst. Das ist auf jeden Fall. Echt verrückt. Einmal im Monat, würde ich sagen. Wenn man Zeit dafür findet. Also genau, einmal im Monat, glaube ich, dass das würde reichen. Das haben wir jetzt auch ungefähr gemacht. Er sieht ja auch nicht schlecht aus. Nö. Gut, so, jetzt wollen wir noch ein bisschen absanden. Wäre bestimmt nicht verkehrt mit meinem neuen Top-Dressing-Sand, den ich bekommen habe. Hier so aus der Gegend. Könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Sehr cooler Sand. Und das war's. Und dann mähen wir noch ein bisschen. Na super. Schick. Ja, der Stiel ist ein bisschen kurz. Das ist was für kleine Leute. Das ist echt was für kleine Leute. Ich will auch nur ganz leicht, nur ganz oberflächlich ein bisschen absanden. Aber auf deinem Rasen ist halt nicht so eine Quälerei wie bei mir. Warum nicht? Aber wieso ist das bei dir eine Quälerei? Na, weil ich eine viel höhere Schnitte habe. Ja, das ist genau der Punkt, das denke ich auch. Das ist genau das Problem, dass wenn man eine höhere Schnitthöhe hat, dann ist das noch viel anstrengender. Weil so eine kleine Fläche schon für Arbeit macht, das ist so krass. So, wo fehlt noch was? Hier vorne die Ecke. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen. Soll ja gar nicht so viel drauf, nur dass es so ein bisschen, das ist schon wieder ordentlich abgedeckt. So, wo haben wir noch was? Hier noch ein bisschen.
Wo? Hier noch ein bisschen, genau. Hier? Ja, aber mehr würde ich nicht machen. Genau, hier noch ein bisschen. So. Sehr gut. Und dann wässere ich ja eigentlich ganz gerne immer ein bisschen ein. Und ruckzuck, dann denkst du, du spinnst. Ruckzuck ist der Rasen wieder da. Eben noch abgedeckt. Noch ein ganz bisschen eingewässert hier den Sand. Ist erstaunlich. Immer wieder faszinierend. Schön gelüftet, damit der Sauerstoff an die Wurzeln rankommt. Das ist das Entscheidende beim Aerifizieren. Der Sand hält die Oberfläche trocken, damit keine Staunässe entsteht, dass das Wasser gut abfließen kann. Und er glättet den Boden, der Sand, aktiviert auch noch das Leben der Mikroorganismen. So, das reicht erstmal. Ist die Fläche jetzt fertig gepflegt? Genau. So, wenn du durchtrittst, fährt er schnell, ne? So, hier. Hier machst du die Spindel runter. Du musst aber mal drauf fahren. So, wenn du jetzt zurückziehst, macht er aus, aber kommt nicht hoch. Da musst du dann halten, damit er hochkommt. Ne? Runter macht er sofort, aber hier macht er nur aus und zum Hochziehen, deswegen ziehe ich immer, um ihn auch gleich anzuheben. Ja? So, fahr mal einmal hinten durch. Fahr bloß nicht so dicht an Beton. Kannst einmal ganz hinten rumfahren. Einmal außen rum. Genau, Vollgas. Hier hebt er so ganz leicht aus. Hebt er noch was für den E-Flex auf? Ja. Genau. Und, wie ist? Richtig, richtig cool. Ja, kannst du wieder rausfahren. So, also hier hast du tatsächlich einen ganz normalen Anschalter. Du musst ihn dafür beim Auto gedrückt halten. Und genau, dann muss natürlich alles aus sein. So, dann klackt er. Und dann springt also das Maschinchen an, beziehungsweise der Akku wird warm gefahren. Das ist halt der Sicherheitsbügel, den musst du immer runtergedrückt halten. Hier ist das Geschwindigkeitsrad. Schnell, langsam, machen wir mal ganz auf aus. Da hast du hier zwei Stellungen, die du nur reinschalten kannst, wenn du den Bügel runterhältst. Einmal eine reine Fahrstellung. Und wenn du nach links machst, hast du die Fahr- und Mähstellung. Okay. So, und dann kannst du eben jetzt hier aus dieser Stellung mit deinem Daumen ganz, ganz entspannt kannst du jetzt losmähen. So. Und damit kannst du auch ideal dosieren. Wenn du ihn jetzt anhebst, ja.
dann schaltet er in so einen Kriechgang, um vernünftig wenden zu können. Und wenden ist immer so, möglichst rausschwenken und dann einen Kreis fahren und wieder zurückmähen, okay, damit du die Spur wirklich richtig triffst. So, und da mäht er los, da mäht er los. Es ist famos. Genau. Genau. Jetzt anheben. Ja, genau. Und die Spur treffen. Links, 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 links. Ja. Jetzt kommen die schönen Stripes. So, und jetzt zeige ich dir den Trick. Warte mal, lass mal los. Ja. Jetzt zeige ich dir den Trick, wie du wendest. Ja. Halt mal. Und zwar, das Wenden ist tatsächlich bei diesen Maschinen nicht ganz einfach. Ja. Das muss man echt üben. So, ich reduziere meine Geschwindigkeit. Wie so, und dann schwenkst du auf. Und dann greifst du so um. Und dann kannst du ihn ganz smooth wieder abstellen. Also anheben, rausstellen, umgreifen und wieder runternehmen. Das ist eigentlich der ganze Trick. Das ist wirklich eine Sache, die muss man echt üben. Ich kann die Fahne nochmal rausnehmen, damit du hier schon gerade bleiben kannst. So. Noch weiter. Ja, also mit so einem Profigerät zu mähen ist nicht ganz einfach. Gerade das Wenden benötigt eine gewisse Übungsphase, weil man die Maschine so rausschwenken muss und auch ein bisschen mit der Geschwindigkeit, mit dem Gas spielen muss. Und dieses Umgreifen auch mit den Händen, wie ich das eben gemacht habe, das braucht eine gewisse Übungsphase, bis man das drauf hat. So, Herr Greenkeeper, wie sieht's aus? War ganz schön schwierig. Warum? Ja, mit den Kurven fahren, das ist gar nicht so einfach. Also, dass man dann auch wieder die Spur trifft. Ja, genau. Das Ausschwenken ist wirklich etwas. Und auch dieses Umgreifen, das macht man nicht. Und dann wirst du quasi von der Maschine hin so rumgeschleudert. Ne? Mhm. Und bis man das wirklich drauf hat, das dauert eine Weile. Ja. Und da haben auch alle Schwierigkeiten, die Maschine fahren. Ja, das glaube ich. Ja. Aber macht Spaß. Ja, weiter geht's. Oh, wie das hier schon wieder vertrocknet, das ist der Wahnsinn. Das ist unglaublich hier. Hier diese Südkante hier, die wird so überhitzt durch die Metallplatte und durch die Betonsteine, dass hier alles schon wieder vertrocknet ist. Also Wahnsinn. Ja, Julian, ein Tag als Greenkeeper beim Greenkeeper. Nein, beim Rasenfreak. Wie fandest du es? Sehr toll. Ich fand es wirklich gut, ja. Sehr schön. War schön. War ein schöner Tag heute. Wunderbar. Ja, Wetter war perfekt. Ja. Und ja, die Maschinen haben alle funktioniert. Julian hat sich super gut hier geschlagen. Ja. Der, wie gesagt, ne, also das ist schon ein Unterschied auf Fußballplatz oder Golfplatz. Auf jeden Fall. Das sind schon andere Maschinen. Ja. Genau. Ja, schön, dass du da warst. Ja. Und an die Zuschauer sagen wir danke fürs Zuschauen, dass ihr wieder durchgehalten habt. Ja. Euch das hier reingezogen habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Na? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt, dann ist das mein neuestes Video. Und dieses Video hier, das hat der Algorithmus extra für euch ausgesucht. Und wenn euch die Videos gefallen, dann gebt mir gerne einen Daumen. Und ihr könnt mich auch abonnieren, das ist völlig kostenlos, da freue ich mich drüber. Vielen Dank und macht's gut.